Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem Tunze-Kanal. Das war jetzt fast wie im Trailer-Video, gell? Ich habe heute hier die Ehre, euch mal den neuen Osmolator 3 Nano genauer vorstellen zu dürfen. Wir haben den jetzt quasi gerade erst auf der Interzoo vorgestellt und zum Zeitpunkt, zu dem dieses Video online geht, sind wir jetzt fertig. Und jetzt würde ich euch gerne da hinten im Laden mal zeigen, wie der Osmolator so in einem Aquarium eingebaut ist, wo man so ein bisschen drauf achten kann, wie das bei euch zu Hause aussehen würde, wenn ihr den bei euch einbaut. Und dann schauen wir uns noch zusammen die Produktion an. Jetzt lasst uns mal in den Laden reingehen, gell? Jetzt stehen wir im Eingangsbereich vom Laden. Die ein oder anderen werden dieses Aquarium kennen. Das hatten wir auf der Interzoo an der Ecke auf unserem Stand dabei. Meine Mama hat es jetzt hier in den Laden reingepackt. Klar, der Abschäumer und der Filter, die liefen schon vorher. Das sieht man ihn so ein bisschen an. Und da haben wir das gute Stück. Da kann man sich mal ein bisschen vorstellen, wie das aussehen würde. Der ist jetzt einfach mal hier reingeklippt. Ich mache ihn mal auf. Ist hier so im Wasser drin. Achterglas. Bis 12 geht er. Also bei so einem Becken wäre das total unproblematisch. Aus dem Sensor kommen zwei Kabel raus. Nämlich einmal einfach nur das Netzteil und einmal der Anschluss für die Pumpe. Den haben wir hier unten. Der Anschluss fürs Netzteil und der Anschluss für die Pumpe ist hier oben. Die Pumpe ist eine Dreiphasenpumpe mit einer schönen Sinuskommutierung. Deswegen haben wir hier die drei Pole ausreichend. Unten haben wir die Pumpe. So sieht die aus. Ja. Schauen wir uns jetzt auch gleich nochmal ganz genau die Details an, aber so könnt ihr euch das vorstellen. Oh, mache ich jetzt mal den Eimer kaputt. Stellen wir das hier unten in den Becken rein. So, schmeiß das hier rein, steck den hier ein. Der Schlauch und der Schlauchhalter sind hier oben installiert. Jetzt gucke ich hier rein. Blau heißt, er möchte dosieren. Jetzt läuft gerade die Entlüftungsroutine. Jetzt habe ich den zum ersten Mal eingesteckt. Jetzt sehe ich quasi, okay, er holt die Luft raus, weiß ich, dass alles funktioniert. Jetzt dosiert er. Genau, ja, jetzt füllt er auf und also ich bin jetzt mal so frech und tauche ihn da ein bisschen ein. So. Die Mitte ist genau hier in der Mitte von dem Kegel. Das wird leider auf den ersten Blick immer nicht so ersichtlich, dass ihr das jetzt auch gesehen habt. So, ihr habt jetzt hier gemerkt, im Verhältnis zum Osmolator 3 ist hier oben kein thermischer Sicherheitssensor. Das heißt, ich habe hier nur diesen wunderbaren optischen Sensor. Ich habe hier keine Hochfahrphase, sondern ich stecke ihn ein, der initialisiert und dann läuft er. Und das ist schon fast die ganze Geschichte, gell? Was unterscheidet jetzt diesen Osmolator 3 Nano von der Funktion von dem normalen Osmolator 3? Wir haben hier nicht diesen Sicherheitssensor dran. Das heißt, wir haben die Zeit, die er dosiert, etwas runtergefahren, etwas strenger gesetzt. Ja? Dass der, schlagt mich jetzt, aber ich glaube 77 Sekunden nur dosiert. Wie viel er dosiert, das kann ich euch jetzt nicht einfach so sagen. Das hängt nämlich von der Förderhöhe ab. Ihr schaut in die Kennlinie von der Pumpe, die in der Anleitung drin ist. Dann seht ihr, welche Höhe der fördern muss. Und an der Kennlinie könnt ihr dann ablesen, wie viel Liter pro Stunde er fördern würde. Und jetzt könnt ihr euch dann ausrechnen, wenn der so und so viel 77 Sekunden läuft zum Beispiel, dann könnt ihr euch ausrechnen, wie lange er dosieren würde, bis er stoppt. Und da kommt jetzt auch die große Limitierung von dem Gerät. Wir geben den bis 200 Liter an, weil der hat hier 50 cm Kantenlänge. Jetzt kann man sich ein bisschen merken, ein Würfel mit 10 mal 10 mal 10 cm ist 1 Liter. Das heißt 10 Dezimeter mal 10 Dezimeter mal 10 Dezimeter ist 1 Liter. Liter, okay. Und wenn ich jetzt hier 50, also hier habe ich 5 Dezi, oh Gott, jetzt, du schaust so ein bisschen verwirrt, gell? Wenn ich einen Würfel habe mit 1 mal 1 mal 1 Dezimeter, also 10 mal 10, so muss man sich das vorstellen, 10 mal 10 mal 10 Zentimeter ist 1 mal 1 mal 1 Dezimeter und 1 Kubikdezimeter ist 1 Liter, ja, kann man sich so vorstellen, wie so ein wie so eine Packung Milch oder sowas, die passt da gerade so rein. Wenn jetzt das Aquarium hier 5 Dezimeter hat und hier 5 Dezimeter, dann habe ich hier 25 Quadratdezimeter, genau. Wenn ich da jetzt 10 cm hochgehe, also einen Dezimeter, dann habe ich meine 25 Liter. Die Schicht sind quasi 25 Liter plus genau. 25 plus 25. So, genau. Und dann hat das Becken irgendwas 150 Liter, richtig, Mama? 150 Liter, so. Warum ist das jetzt wichtig? Einfach, dass ihr es ein bisschen im Kopf habt. Wenn ich jetzt hier mit der Pumpe reindosiere, dann läuft die nur eine gewisse Zeit, okay? Und in der Zeit muss die es schaffen, dass der Sensor hier wieder merkt, dass Wasser angekommen ist. Wenn ihr jetzt das Ding zum Beispiel an einen 3000 Liter Becken direkt oben reinbauen würdet, dann muss die Pumpe recht lange fördern, bis da wieder oben Wasser ankommt.
Und deswegen limitieren wir dieses Produkt auf diese 200 Liter. Jetzt kommt ein kleiner Trick für zu Hause. Wenn ihr ein Technikbecken habt, das ziemlich klein ist, wo also bereits nach 15, 10 Sekunden Dosierzeit, was auch immer, der Füllstand wieder erreicht ist, dann könntet ihr den auch in sehr viel größeren Aquarien einsetzen. Es muss nur sichergestellt sein, für den Fall, dass aus irgendeinem Grund der optische Sensor Probleme hat, wenn das hier 10 Minuten lang dosiert, darf es einfach nicht überlaufen. Und hier ist sozusagen die Sicherheit, dass er in den 77 Sekunden einfach nur ein paar Liter, sage ich jetzt mal, fördern kann. Und wir sehen hier, das sind jetzt angenommen, das wären 5 Zentimeter, dann hätte ich hier 12 Liter Sicherheit, bis er überlaufen würde. Und die fülle ich nicht nach innerhalb dieser Sicherheitszeit. So, wenn ihr ein bisschen größeres Aquarium habt, dann könnt ihr auch hier wieder mit so einem kleinen Trick, das zeige ich euch gleich hier, auch hier die Sicherheitszeit verstellen. Ich stecke es ein. Mehrmals außen einstecken, dass er beim Hochfahren schnell blinkt. Seht ihr das? So, die Sicherheitszeit ist jetzt länger gestellt. Okay? Das ist so eine Einstellmöglichkeit, die ihr für zu Hause bedenken solltet. Lieber sicherer einstellen. Bei einem größeren Becken kann es aber sein, dass diese voreingestellten 77 Sekunden Sicherheitszeit nicht reichen. Und dann macht ihr diesen Schritt, steckt es ein paar Mal außen ein, bis es schnell blinkt. Dann habt ihr die erweiterte Sicherheitszeit. Okay? Warum haben wir dieses Produkt überhaupt erschaffen? Was war unsere Intention? Ihr wisst, wir haben auch heute in unserem Portfolio bereits einen Osmolator Nano. Der hat aber nur einen Schwimmersensor. Und wir wollten jetzt die Technologie und die Fähigkeiten, all die großartigen Stärken vom Osmolator 3 auch in die preissensitiveren, kleineren Aquarien bringen. Das ist nämlich zum Beispiel genau derselbe optische Sensor. Wir haben auch hier diesen sehr starken Magneten. Da ist nicht nur so ein kleiner Mini-Magnet, der dann abfällt, wenn man dagegen schaut, sondern da ist der Magnet von unseren Nanostreams auch, der einfach ordentlich den Sensor in Position hält. Und da ist auch dieselbe geile Hi-Jet-Pumpe drin. Ihr habt denselben Schlauchhalter. Wir haben an den wichtigsten Sachen einfach nicht gespart. Und so haben wir mit Ausnahme dieses thermischen Sicherheitssensors dieselbe Verlässlichkeit, die wichtigen Kernfunktionen für einen deutlich niedrigeren Preis. Für wen ist der Osmolator 3 Nano besonders gut geeignet? Zum einen für kleinere Aquarien, wenn das Budget ein bisschen knapper ist, wenn ich so ein Nano-Becken nur aufstelle und jetzt nicht das teuerste vom teuersten Premium einbauen will, sondern einfach eine super Preis-Leistung mitnehmen möchte. Oder wenn ich ein Technikbecken besitze mit einer normalen Oberfläche, dass ich eben innerhalb der Sicherheitszeit schaffe, den Füllstand wieder zu erreichen. So ungefähr bei 200 Liter liegt es. Es gibt Leute, die brauchen jeden Schnickschnack und jede Spielerei in ihrem Aquarium und es gibt einfach Kunden, die wollen ein Plug-and-Play-Gerät, die wollen hohe Verlässlichkeit, die wollen eine gute Preis-Leistung. Das Ding soll einfach nur Wasser nachfüllen, wenn es verdunstet und dafür ist der Osmolator 3 Nano perfekt geeignet. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster an dieser Stelle und sage, ich glaube, dass der auch erfolgreicher sein wird wie der Osmolator 3. Weil der Nano einfach eine Top-Preis-Leistung bringt und fast alle großartigen Features des Osmolator 3 in einfach eine bessere Preis-Leistung verpackt. Jetzt sind wir hier oben in unserer Produktion, konkret hier oben beim Löten. Und weil wir so lange gebraucht haben, sind wir jetzt hier allein. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen Spaß miteinander. Ihr seht hier in der Kiste, guck mal, das ist nochmal ein Osmolator 3 Nano. Und in der anderen Kiste sieht man so ein paar Zutaten. Naja, der Schlauch gehört jetzt nicht rein, mein Fehler. Genau wie beim Osmolator 3 haben wir hier dasselbe Gehäuse, dieselbe gute Pumpe, gell? Hier haben wir den Spulenkörper, denselben Spulenkörper, den man hier einbauen kann. Ich werde das jetzt mal hier ein bisschen zusammensetzen. Gell? So, zack. Wir haben hier jetzt dieses dreipolige Klinkenkabel mit Goldkontaktstecker dran, gell? Damit euch das einfach nicht zusammenfault unten im Unterschrankbecken. Das Ganze muss man hier zusammenfummeln. Und da habe ich jetzt leider, tja, die Stanze ist da hinten. Vielleicht schaffe ich es aber auch mit meinen Fingernägeln. Ja, so hatte ich das nicht vor, aber jetzt bauen wir die Pumpe hier einfach so am Stuhl zusammen, oder? Genau, da habt ihr die drei Phasen, das ist auch immer noch derselbe sinuskommutierende Motor. Was heißt drei Phasen? Drei Phasen heißt, wenn Pumpen so richtig schön brummen, so richtig brrrr machen, dann werden die oft nur einmal ein kompletter Umpolvorgang pro Umdrehung. Und hier in der Pumpe habe ich quasi alle Drittel. Also beziehungsweise ich habe, wie soll ich das jetzt schön sagen, ich formuliere es mal jetzt ein bisschen einfacher, wenn ich es irgendwie hinkriege. In so einer normalen Pumpe habe ich Umpolvorgang, Umpolvorgang, Umpolvorgang. Da habe ich immer so ruckartig, so die typische Waschmaschinenpumpe hat es so und die typischen einfachen Aquarienpumpen, die Synchronpumpen. Wo ist der Umpolvorgang, wofür ist der Umpolvorgang? Ja, damit es dreht, genau, richtig. Ich habe die 230 Volt Netzspannung, Sinuswelle auf meinen Spulen und dadurch wird der Rotor
gedreht. Allerdings, wenn ich einen Einphasenmotor habe, passiert es einfach nur einen kompletten Polwechsel pro voller Umdrehung. Und hier habe ich einfach drei pro voller Umdrehung. Da wird nicht so gerissen am Rotor, gell? Das ist ja immer die Magie, sage ich mal. Da habe ich nicht, der offizielle Begriff ist Drehmoment-Rippel. Ich habe nicht und dann habe ich am Ende dieses Geschüttel und Gebrumme, sondern ich habe ganz sanft immer wieder hintereinander so ein bisschen, dass ich da dran drehe. Und sinuskommutiert heißt, dass ich nicht quasi jede Umdrehung einmal so einen heftigen Schlag drauf gebe, sondern dass ich zusätzlich zu diesen vielen sanften Anschubsern auch noch die Schubser wirklich, ich tue nicht nur oft anschubsen, sondern ich tue auch noch oft sanft anschubsen. So, okay? Und dadurch dreht der Rotor da drin ganz geschmeidig und rund. Das ist wichtig, damit diese Pumpe schön leise läuft. Okay? Und da ist derselbe Motortreiber, dieselbe Motortechnologie wie beim Osmolator 3 drin. Die sieht man hier in dieser wunderschönen Platine. Upp. Genau, das ist derselbe Motortreiber drin, dieselbe Steuerelektronik. Das Einzige, was hier fehlt, ist die Auswertetechnik für den thermischen Sicherheitssensor. Den haben wir hier weggelassen. So, eigentlich müsste man es jetzt anlöten. Damit da die Vergussmasse nicht ausläuft, haben wir da diese schöne Tülle. Guckt, da gibt es hier einmal ein Loch, wo ich hier mit dem 12 Volt reingehe, dass das Gerät überhaupt betrieben wird. Und dann gibt es hier einmal ein Loch. Irgendwie habe ich das Gefühl, das wird hier so eine Arbeitsanweisung, oder? Für alle, die das nachbauen wollen, so haben wir das gelöst. Und für alle, die bei uns arbeiten wollen, so baut man das zusammen. Das Ganze habe ich jetzt total falsch gemacht. Jetzt muss ich es nochmal rausholen. Ich bin ein blutiger Anfänger, ihr Lieben. Der Nervosität vor der Kamera. Jetzt, das werden wir nachher machen, muss die Platine hier angelötet werden. So, geschafft. Und hier müssten jetzt diese 5 Kabel schön angelötet werden. Und damit das Ganze auch magnetisch hält, kommt dann noch so ein Magnet drauf. Und das Package wird einfach angegossen. Das habe ich dann hier in so einer Vorrichtung drin und das kann man jetzt schön mit verschiedenen Schichten unseres hochwertigen Harzes füllen. Und dann ist es im Prinzip genauso gemacht wie unser Osmolator 3. Und die Pumpe, da müsste ich jetzt die drei Phasen anlöten, meinen Rückschlussring. Was ist denn ein Rückschlussring? Okay, erzähl mal. Jetzt verlassen wir langsam die Welt der Meerwasseraquaristik und tauchen ein in die Welt der Elektrotechnik. Falls ihr jetzt keine Lust auf Elektrotechnik habt, dann wir machen euch Kapitel rein, dann springt einfach aufs nächste Kapitel, okay? Also, stellt euch vor, wir haben ja gerade schon viel über diese Spulen gesprochen. Wenn ich ein Magnetfeld nur mit einer Luftspule erzeuge, ist das ziemlich schwach. Okay? Und das nächste ist der Rotor, der da drin ist. Wenn der sein Magnetfeld einfach auch nur durch die Luft ausbreitet, wird es auch ziemlich schwach. Und das führt dazu, dass der Motor eine abartig hohe Drehzahl bekommt, sage ich mal, bei der er effizient läuft. Und das wollen wir nicht. Genau deswegen, hier kommt so ein Rückschlussring dran, der quasi die Magnetfelder dieser Spule und die Magnetfelder des Rotors hier drin konzentriert. Das ist natürlich alles so gemacht, dass man es nur richtig zusammenbauen kann. Da ist der Schlitz. Zack. So, jetzt geht das Ganze auch in so eine schöne Vorrichtung und kann in den Eingussraum gehen, wenn es verlötet wäre, und eingegossen werden. Und dann sind diese zwei Grundzutaten schon mal montiert. Und nach dem Einguss kommen die beiden. Also kann man die ganzen Anbauteile, die ganzen Zubehörteile zusammenbauen, alles gut miteinander testen und dann hat man eigentlich schon ein Produkt, das man in eine Schachtel stecken kann und dann landet es schon bei euch zu Hause. Ihr seht, wir haben mit dem Osmolator 3 Nano nahezu genauso viel Arbeit wie mit dem Osmolator 3. Wir wollen natürlich hier dasselbe geile Package liefern. Wir wollen euch dieselbe Qualität liefern, die ihr bei Tunze Produkten gewöhnt seid. Und deswegen machen wir uns da jetzt auch eine Riesenarbeit, euch am Ende mit der gleichen Wertigkeit, aber mit einer Top-Preis-Leistung ein großartiges Nachfüllgerät für eure Aquarien zu liefern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das hat mir so mal richtig Spaß mit euch gemacht, in die Tiefe dieses Produktes zu gehen. Ich freue mich riesig auf den Artikel. Ich freue mich riesig, das Produkt bei euren Aquarien zu sehen. Wenn ihr jetzt genauso viel Lust auf diesen Osmolator 3 Nano bekommen habt wie ich, dann schaut doch einfach mal bei dem Fachhändler eures Vertrauens vorbei. Der hat das Gerät unter Umständen auch mit anderen Konkurrenzprodukten noch im direkten Vergleich. Dann könnt ihr euch nochmal von der Qualität des Osmolator 3 Nano überzeugen. Und ansonsten könnt ihr den auch einfach in unserem Webshop direkt, also shop.tunze.com, nicht auf der Website, bei uns bestellen, wenn ihr jetzt schon genauso überzeugt seid von dem Gerät wie ich. Danke, dass ich euch jetzt nochmal ein bisschen in die Produktion des Osmolator 3 Nano mitnehmen durfte. Wenn ihr Lust habt, bei einem anderen Produkt mal die Produktion zu sehen, dann schreibt mir das doch bitte mal in die Kommentare, was euch besonders interessieren würde. Ihr seid eine geile Community, ihr habt immer so coole Vorschläge und so coole Gedanken und ich freue mich drauf, einfach auch mal ein anderes Produkt, für das ihr euch interessiert, hier in der Produktion zu zeigen. Gell?